Ja, moin Pyrus, wir haben hier ein richtig großes Paket. Ja, der Kollege Pyroleitz hat bei Ultrastore ein Gewinnspiel gewonnen, Platz 1. Und der hat dort ein bisschen was gewonnen, sage ich mal. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, was es zu gewinnen gibt. Ja, und das ist hier jetzt drin. Der hat den Spaß zu mir schicken lassen. Ja. Und ja, er war halt nicht, oder wäre halt jetzt nicht zu Hause gewesen, um das anzunehmen. Deswegen ist es jetzt bei mir. Und ja. Da schauen wir jetzt einfach mal rein, was da drin ist. Das ist jetzt hier schon geöffnet. Das war auch schon wieder ein Krampf für sich. Das ist hier eingepackt wie ein sizilianisches Betonopfer. Ja, so. Oh nein. Ja, super, mega. Ich sehe schon was, was mich richtig abfuckt. Genau das auf der rechten Seite. Und ja, hier haben wir jetzt echt einiges drin. Jetzt versuche ich mal, ob ich das Stativ irgendwie darüber kriege. Ah, ne, passt irgendwie nicht. Die Beine gehen nicht weit genug auseinander. Na, egal. Ihr seht schon, was wir hier drin haben. Einmal FP3, zweimal FP3, dreimal FP3, viermal. Weil es so schön war, noch ein fünftes Mal. Das geht noch weiter, keine Sorge. Ich glaube, das sind ein paar Päckchen. Ja, 6, 7, 8, 9, ich hasse es, 10. Dieses Scheißzeug hier, das kann ich gar nicht ab, Alter. 11, 12, 13, 14. Ja, wird ein recht eintöniges Unboxing, aber egal. Er wollte, dass ich das mache, deshalb mache ich es jetzt einfach. Und ja, 16, 17, 18, 19 und 20. Meine Fresse, ey. So, jetzt geht es hier auch weiter. Ja, ich sehe schon hier, das allein wiegt schon mal hier jetzt 13 Kilo fast. So, wo haben wir denn? Genau hier haben wir. Ja, einen weiteren Karton. Das ist eine VE Mr. Light in Wet müsste es sein. FDN, was weiß ich, Hand Flare. Ja, gucken wir einfach mal rein. So. Ja, das Messer ist auch schon mittlerweile echt stumpf wie sonst was, ey. So, ach, schaut euch mal an. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. No Pyro, no Party, ein Schal von Ultrastore. Also, Ding werde ich auf jeden Fall behalten. Ja, boah, der stinkt richtig wie. Kennt ihr das, wenn ihr gefälschte Sachen auf dem türkischen Basar riecht? Also wirklich so richtig nach Chemie, so riecht der gerade der Schal. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall Mr. Light One. Ja, bla bla bla, hergestellt 1,23, Hyper bis 1,27, also die Jahre. Und ich glaube, ich werde das jetzt hier einfach mal drin lassen. Ja, da haben wir auf jeden Fall hier echt was richtig Fettes oder vielmehr eher bekommen. Ja, ich meine, ich soll damit so ein bisschen was machen. Ja, das werde ich auch. Und ja, natürlich hier 1,4G, ne? Muss ja alles gedingselt sein und. Ja, wie gesagt, ich denke mal jetzt nicht, dass ich das auspacken muss. Ich werde das jetzt mal hier hinten hinschieben. Und hier 5, 10, 15, 45 und 50. Also eine ganze VE FP3 New Edition und eine ganze VE Hand Flare in Rot. Ja, da kann man auf jeden Fall einiges mit anstellen. Ich denke mal, ja, da kriege ich schon das mitgemacht, was ich damit machen soll. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, denke ich mal wieder. Lasst gerne ein Abo da und bis dahin auf jeden Fall. Ciao.